Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 17. Dezember 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Eine Woche, dann ist Heiligabend, 2 Wochen, dann ist Silvester und dann ist das schon wieder vorbei, diese Jahresendrallye. Und auch astrologisch ist es ganz interessant, weil wir werden, das ist ein kleiner Vorausblick, wir werden ja dieses Jahr Weihnachten Neumond haben. Wir sehen hier den Mond, der heute Morgen ins Zeichen Jungfrau eingetreten ist, der hier noch Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze hinter sich bringen muss, um sich dann hier am zweiten Weihnachtstag ist dann Neumond im Steinbock. Und dafür wirft natürlich ein ganz besonderes Licht auf dieses Weihnachten 2019, auch im Hinblick, dass wir ja hier kurz am Anfang des neuen Jahres die Saturn-Pluto-Konjunktion haben und dass wir in einer Zeit des Wertewandels leben. Und das bedeutet eben auch, dass Weihnachten dieses Jahr eine vielleicht noch introvertiertere Tendenz hat als ohnehin schon. Die Sonne ist heute im 26. Grad des Schützen. Am Freitag wechselt sie dann in den Steinbock. Das ist die Wintersonnenwende, der Beginn des neuen Jahres, astrologisch gesehen. Und dann beginnen halt 30 Tage im Steinbock, wo es im Grunde darum geht, sich auf das Wesentliche zu beschränken, sich auf das Wesentliche auszurichten. Und was ist eigentlich für jeden von uns das Wesentliche, das ist ja die Frage. Fast alle Menschen wünschen sich ja mehr Glück, mehr Freude, mehr Fülle. Aber wenn man sich so manche Tage der Menschen anguckt, sind die ja schon eigentlich sehr voll. Also es ist ja schon sehr viel Fülle da, fast schon zu viel. Manche Leute wünschen sich ja schon etwas weniger Fülle. Und ähnliches auch mit der Freude. Warum gelingt es uns nicht, die vielen Momente des Tages, wo die Möglichkeit besteht, sich zu freuen, wahrzunehmen? Warum ist diese Erwartung immer da nach etwas ganz Besonderem, ganz Großem, was ja sowieso die Erwartung nicht einhalten kann und was ja im Prinzip der Vergänglichkeit auch schnell wieder vorüber ist? Jetzt in diesen letzten Tagen im Schützen können wir noch mal solche philosophischen Überlegungen anstellen, im Grunde herauszufinden, wonach möchte ich mich eigentlich ausrichten? Was sind die wirklichen Werte meines Lebens? Und das hat ja auch viel mit dem Lichtfest zu Beginn des neuen Jahres oder zur Wintersonnenwende zu tun, sich zu überlegen, wenn das Licht wieder ansteigt, wo möchte ich denn mein Licht anwachsen lassen? Zu den konkreteren Konstellationen heute. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien, wie ich eben sagte, ist in die Jungfrau gewechselt, wo er bleiben wird bis zum Donnerstagmorgen. Also heute und morgen Mond in der Jungfrau. Was im Grunde natürlich gut ist für die jetzige Zeit, weil wir haben jetzt nochmal die Gelegenheit, die Jungfrau ist ja ein Zeichen der Ordnung, der inneren Struktur, eine gewisse Ordnung, eine Struktur in die Dinge zu bringen. Die Sachen für uns eben zu ordnen. Tiefer gesehen ist die Jungfrau das Zeichen der inneren Integration, wo eben, und ich habe es ja schon oft gesagt, wo eben körperliche, gefühlsmäßige und geistige Dinge zusammenkommen. Und die arbeiten ja in uns und in unserem Leben ja nicht immer reibungslos ineinander und miteinander. Manchmal möchte unser Kopf etwas anderes, was unser Körper eigentlich möchte. Manchmal geht unser Gefühl eine andere Richtung, als es vielleicht irgendwie unser Kopf möchte. Und hier in der Jungfrau können wir versuchen, diese Dinge zu ordnen, zu integrieren. Und dabei werden uns eben höchstwahrscheinlich meistens auch die Schwachstellen hier bewusst. Und im psychosomatischen Zusammenhang können diese Schwachstellen sich eben durch Krankheiten oder Unverträglichkeiten oder gefühlsmäßige Irritationen ganz klar zeigen. Aus der Jungfrau heraus wird es dann am frühen Donnerstagmorgen das abnehmende Halbquadrat geben, aber soweit sind wir noch nicht. Die Venus hier bewegt sich hier Ende Steinbock im 27. Grad. Sie wird
Genau wie die Sonne wird sie am Freitag, wo die Sonne am Freitag in den Steinbock wechselt, wird die Venus am Freitag in den Wassermann wechseln. Soweit zu heute. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.